Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms auf Amalur Reckoning. Wir sind immer noch in Rathia und werden uns jetzt ein Weilchen hier noch aufhalten, denn wir haben am Ende der letzten Folge eine neue Mission bekommen, beziehungsweise eine neue Aufgabe. Ist ja letzten Endes das Gleiche. Ich wollte nur noch mal gucken, was es mit dem Kringel da auf sich hatte, aber ist für uns unerheblich. Und wir sollen in diesem Zusammenhang den Blasphemiker, sagt man das so, Nuer, ausfindig machen. Und den gehen wir jetzt mal suchen und gucken mal, dass wir den irgendwie zurechtstutzen können. Ich bin gespannt, was da auf uns warten wird, denn eigentlich bringe ich ja in vielen Fällen durchaus Verständnis für Menschen auf, die sich nicht so mit Religion anfreunden können. Es kommt natürlich immer darauf an, wie drastisch er das jetzt ablehnt. Und ja, wir werden uns erstmal einen Eindruck verschaffen, bevor wir jetzt anfangen, das blind zu glauben. Vielleicht lässt uns das Spiel jetzt ja auch wieder die Wahl, ne, zu entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen, auf welche Seite wir uns platzieren, positionieren möchten, wie auch immer. Und ja, ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht aufgenommen. Also wenn ich am Ende der letzten Folge irgendwas angekündigt haben sollte, was ich jetzt nicht schaffe oder nicht mache oder nicht aufgreife oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich gucke immer nur so ganz punktuell und stichpunktartig immer in die letzten Aufnahmen rein. Ah, stimmt, in den Stollen müssen wir. Ja, ich erinnere mich. Da sind wir schon eine Weile nicht mehr gewesen. Aber wird mal wieder Zeit, dass wir da nach dem Rechten gucken, in diesem klammheimlichen Irrenhaus von Rat hier. Da sind echt komische Gestalten unterwegs. Also einige, die man auch echt bemitleiden kann. Na wobei, eigentlich kann man auch die komischen Gestalten bemitleiden. Ja, hier sind viele bemitleidenswerte Lebewesen zugange. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen so am Ende. Und ich habe im Vorfeld mal wieder ein bisschen geguckt, was wir noch so questseitig zu erledigen haben. Und das ist gar nicht mehr so viel. Also ich gehe mal davon aus, dass wir es in dieser Folge noch nicht nach Adessa schaffen. Aber im nächsten Part stehen die Chancen eigentlich ganz gut. Müssen wir dann mal schauen. Warte mal, mit der einen hier konnten wir doch irgendwie handeln. Ich habe nämlich wieder ein bisschen was in den Plunder gepackt. Das würde ich gerne loswerden wollen. So, einmal einkaufen. Sämtlichen Plunder weg, jawohl. Hat diesmal nicht so viel Geld eingebracht, aber da war auch relativ viel Schrott mit dabei. Deswegen ist das jetzt nicht überraschend. Und ein Geldproblem. Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal ein Geldproblem? Geldprobleme haben wir aktuell definitiv nicht. Was ist denn hier los? Ach, das ist der. Der ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Ja, der hat beim letzten Mal schon ziemlich übel gewettert, wie ich finde. Ein Mensch, den Lyria mehr liebt als uns. Darum sagt mir, liebt Lyria die Oberflächler nicht mehr, als sie uns liebt? Warum sonst sollte sie einige glückliche Seelen auf die Nadel in ihren Tempel rufen, während sie uns hier versauern lässt? Ich hatte seinerzeit, weiß ich noch, Tatsache auch so ein bisschen sympathisiert oder zumindest versucht, so seine Aussagen so ein bisschen diplomatisch auch zu betrachten, weil das in Ansätzen für mich auch nachvollziehbar ist, dass er so einen Groll hegt, aber auch nur in Ansätzen, weil er scheint schon so ein bisschen geistesabwesend zu sein und ein bisschen ja, gedanklich festgefahren zu sein. Sind eure Füße gefesselt? Was? Ketten? Ich bin aus freien Stücken hier, um zu lehren. Ich meine, Unglück und Armut haben mich hierher gebracht. Ihr verdreht meine Worte, verdammt! Wenn ihr so schlau seid, dann sagt mir, ist unser Schicksal nicht vorherbestimmt? Hat Lyria uns nicht hier unten eingesperrt? Ja, und das ist genau das, was ich halt so schade finde, ne? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass er versucht, das Maximum aus seinem Leben rauszuholen, sondern dass alles nur der göttlichen Fügung und dem Verschulden und dem Versagen Lyrias alles zuschreibt, anstatt mal ein bisschen irgendwie die Beine in die Hände zu nehmen und da selbst ja, zu versuchen, was dran zu ändern. Was wisst ihr über Schicksal? Was habe ich denn getan? Was zum Teufel? Ihr seid eine Rotznäsige! Seht sie euch an! Sie täuschen euch, sie! Vergebt mir, meine Freunde. Aber ihr streitet es nicht ab. Ihr gebt zu, dass Lyria uns leiden lässt? Dass sie uns nichts gab, außer diesen feuchten Höhlen und ein paar Münzen? Okay, ich mag diese Argumentation. Gut, dass wir so viel auf Dings hier geskillt haben, auf Überzeugung. Was ist das für ein Unsinn? Ihr wagt es? Was? Lacht mich nicht aus! Immerhin,
Ich meine, Freunde, ich habe vorschnell gesprochen. Diese Teufelin verdreht meine Worte. Spart euch euer dummes Grinsen. Ich kann es sehen. Ich sage die Wahrheit und ihr lächelt? Ihr lacht über mich? Schön. Bleibt meinetwegen Schafe. Bleibt in eurem Pferch. Ihr seid gefangene Schafe. Bleibt in euren Käfigen. Okay. Bin echt gespannt, wie das abgelaufen wäre, wenn wir ihn nicht hätten überzeugen können. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, der hätte uns dann wahrscheinlich verbal voll fertig gemacht, auch wenn er rhetorisch nicht so der Geschickteste ist. Ja, danke für den Hinweis. Wer hat mich da gerade gewarnt? Das ist ja mal nett. Wie sie sich voll Sorgen macht, dass sie uns auf die Fresse packen könnten. Nee, nee, gutste Frau, ich pass schon auf. Gerda fällt nicht hin, die ist nicht mal im Ansatz so tollpatschig wie die Person, die sie hier gerade steuert, aber das ist auch gut so, das ist auch gut so. Ich möchte ihr nicht meine Tollpatschigkeit mit auf den Weg geben, aber ich habe halt so ein bisschen auch Bauchschmerzen mit der Art und Weise, wie er argumentiert, ne? Also klar führen bestimmte Rahmenbedingungen durchaus dazu, dass man einen bestimmten Lebensstandard hat, weil einige haben mit ihrer Geburt schon so ein bisschen das Glück gepachtet, auch wenn sich darüber immer so gerne streiten lässt, ne? Wie man Glück überhaupt definiert, aber es würde im Umkehrschluss, wenn ich jetzt Verständnis für seinen Standpunkt aufbringen würde, zu 100%, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn es ihm irgendwie gut geht, dass wenn er irgendwas in seinem Leben schafft, durch eigene Arbeit, durch eigenen Ehrgeiz, durch eigene Leistung, wie dem auch sei, dann würde das ja bedeuten, dass auch er das nicht geschafft hat, sondern dass auch das Lyria zu verdanken wäre. Also er spricht im Grunde genommen den Menschen, die da vielleicht wirklich hart für arbeiten, bestimmte Dinge zu erreichen, ab, dass sie es selber geschafft haben, weil er ja davon ausgeht, dass alles irgendwie mit der göttlichen Fügung zusammenhängt und damit tue ich mich halt schwer, weil bis zu einem bestimmten Maße kommt, wie gesagt, auf die jeweiligen Einzelschicksale an, aber bis zu einem bestimmten Maße liegt es eben doch in unserer Hand, was wir aus unserem Leben machen und ja, da fehlt mir so ein bisschen die Weitsicht und auch die Fähigkeit, da einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Das geht jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu tiefgreifend in die Materie rein, aber ich finde dieses Thema generell sehr, sehr interessant. Gucken wir mal, ob Frau Auftraggeberin jetzt zufrieden ist. Wo ist sie denn? Ihr seid hier willkommen. Ja, zwei Pfeile. Ich bin voll verwirrt, aber du bist die Richtige. Ich habe von euren Taten gehört. Ihr habt unseren Glauben und Rathiers Ansehen bewundernswert verteidigt. Eure letzte Aufgabe wartet. Nicht weit von hier. Sie steht sogar genau vor mir. Es ist die Schenkung. Und ihr seid es, die etwas schenkt. Wenn ihr bereit seid, sagt es mir. Das ist mir eigentlich sowas von zuwider, jetzt irgendwas in den Arsch zu schieben. Entschuldigt bitte, dass ich das so sagen muss, aber ja, wir werden das wahrscheinlich zugunsten unserer Questerfüllungsquote hier gleich machen. Sag mir mal erstmal was über Nuer. Wisst ihr, in seinem irren Gerede steckt bei aller Tücke auch ein Körnchen Wahrheit. Während Lyria die einen erhebt, stößt sie die anderen in die Tiefe. Sie lässt mächtige Frauen mit gebrochenem Herzen in Bächen ertrinken. Und macht den ärmlichsten Spatzen zum König. Krass. Diese Weitsicht hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ich bin ja gerade echt begeistert, dass sie zu solchen Urteilen auch imstande ist. Wow, Spatz. Die Spatzen sind Lumpensammler, die in den tiefsten Stollen hausen. Und doch liebt Lyria auch sie. Vielleicht sogar am meisten von allen. Okay, das wage ich eher zu bezweifeln, aber ja, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ne? Du bist ja so eine Art Fürsprecherin. Ich bin bereit für die Schenkung. Zuerst müsst ihr wählen. Gebt ihr die Weisheit auf, die ihr erlangt habt? Opfert ihr eine magische Gemme von höchster Reinheit? Oder gebt ihr eine nennenswerte Summe Gold? Habt ihr verstanden? Definitiv Geld. Also ganz ehrlich, Vibe, auch wenn ich dich als Auftraggeber irgendwie respektiere, aber nee, was anderes kriegst du von mir nicht, wenn dann Kohle. Ansonsten hätte ich mir diese Quest durchaus auch ja, vermasselt und hätte das billigend in Kauf genommen. Etwas von mir verschenken? Ja, ein Teil eurer Erfahrung, dargebracht als Opfer für Lyria. Das war die ursprüngliche Schenkung und das ist es, was sie noch heute am meisten erfreut. Tja, dann wird Lyria wohl sehr, sehr traurig sein und das ist mir sowas von Wumpe. Eine magische Gemme? Gemmen sind pure Magie. Das perfekte Geschenk für unsere Göttin. Legt eine epische Gemme in diese Zeremonienfigur, um sie dem Orison zu opfern. Tja, und wie viel Hure steckt in Lyria? Inwiefern ist sie käuflich? Verrat es uns bitte. Kommt es euch ordinär oder belanglos vor? Die Magie ist es, die unsere Welt antreibt. Und Gold ist eine Art von Magie in den Köpfen der Sterblichen.
Natürlich ist es in Lyrias Augen sehr schwierig, den Wert der beiden anderen zu erkennen. Ja, genau. So kann man sich das auch schönreden, alles klar. War mir fast klar, dass sie das so ein bisschen verdreht und so ein bisschen ausschmückt. Und ich bin bereit zu schenken. Ausgezeichnet. Sagt mir, wofür entscheidet ihr euch? Jetzt bin ich ja gespannt. Wow, okay, das ist aber echt ein beachtliches Sümmchen und meine Erfahrung kommt ja definitiv nicht ran. Ich schenke Gold. Dann empfange ich, die Priesterin dieses Tempels, im Namen von Lyrias Licht und Tirins Lehre, euer Geschenk und beschließe damit euer Orison. Ihr habt die Pfade unserer Vorväter beschritten, die Worte unserer Propheten gesprochen und etwas von euch aufgegeben. Lyria behüte euch, Lyria leite euch. Möge ihr Segen mit euch sein. Ja, vielen Dank, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Doch, ein Stufenaufstieg, ja super. Und diese Zeremonienfigur ist endlich weg, die habe ich eh nie gebraucht. Außerdem ist die Pott hässlich, aber das darf man nicht laut sagen, ne? Das Orison? Ihr habt es selbst gesehen. Viele in Rathia feiern das Ritual ein, vielleicht zweimal im Leben. Die Arbeit ist hart, doch die Aura verblasst nur langsam. So, so, die Aura. Okay, ade. Das war gute Arbeit. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ich weiß. Das brauche ich mir nicht von einer Lyria-Vertreterin sagen zu lassen. Aber danke trotzdem für die aufbauenden Worte und so. So, dann haben wir diese Quest auch bewerkstelligt. Was machen wir hier? Ja, vieles interessant, aber ich bleib erstmal bei der Verstohlenheit. Ja, wird uns mit Sicherheit das ein oder andere Mal noch weiterhelfen. Auf der anderen Seite sind wir ja fast mit dem Hierophanten durch, ne? Mit dem stehen wir jetzt so ein bisschen auch auf Kriegsfuß, könnte man meinen, weil wir ja eher gerade versuchen, den zu stürzen. So, was haben wir hier? Spezialangriffe für die Chakrams. Ja. Ja, ich meine, so viele Möglichkeiten haben wir ja jetzt hier nicht mehr. Machen wir einfach mal. Bin ich dann eigentlich bei meinem Zauberkraft-Soll, um die nächste Stufe hier zu erreichen? Ich glaube noch nicht, ne? Aber beim nächsten Mal war da nicht irgendwie sowas? 109. Wie viel haben wir jetzt? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall reicht es noch nicht. Aber es wird auch nicht mehr so lange dauern. So, dann können wir ein Kapitel schließen und uns wieder einem anderen widmen. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit dem fesselnden Buch, denn dafür müssen wir einfach nur nach Kandrian reisen. Das sollten wir hinbekommen. Achtung, ich muss mal gähnen. Und habe das direkt rausgeschnitten. Also nicht, weil ich das schlimm finde, aber das kam jetzt hier direkt irgendwie parallel zum zum Ladebildschirm quasi. Hat gerade irgendwie sehr gut gepasst. So, dann gucken wir mal, wie weit diese ganze Mission, die sich ja so ein bisschen um die Scholia Arcana herumdreht, wie weit wir das jetzt hier treiben können. Und ob das nicht irgendwann auf den östlichen Kontinent überschwappen wird, den wir ja auch noch nicht besucht haben. Oder ob das irgendwann nach Adessa mündet. Wir haben aktuell, glaube ich, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, 3 Missionen, die irgendwie mit Adessa zusammenhängen. Hallo, wer seid ihr? Euch kenne ich. Ja, erstmal eine Runde rumstöhnen und so tun, als ob man kurz vorm Verrecken wäre. Oder geht's euch wirklich schlecht? Was ist denn hier los? Guten Tag. Hallo. Wer oder was ist Bardan Tam? Ich habe noch nie einen Gnom gesehen, der sich so sehr verändert hat. Er ist vor Freude beinahe geplatzt, als er seine Tochter zurück hatte. Er hat sogar angeboten, uns bei der Rückkehr ins Dorf zu helfen. Wenn man bedenkt, dass er uns zuvor nur verflucht und angespuckt hat, ist das doch eine ziemliche Veränderung. Das kann man wohl sagen. Ich erinnere mich sogar noch an den Gnomen, der war wirklich mega happy, als wir seine Tochter gefunden haben. Weil der Papa, der ist irgendwie Händler gewesen und die Tochter, die war irgendwie so voll schlagfertig und voll selbstbewusst und so. An die erinnere ich mich sogar noch ein bisschen. Lord Kandrian? Wie ich höre, ist Lord Kandrian verstorben. Ich werde diesem Feigling keine Träne nachweinen. Du, ich glaube, da bist du in guter Gesellschaft. Ich würde mich echt gern länger mit dir unterhalten, aber es ist einfach so unfassbar verstörend, wenn die Leute hier die ganze Zeit rumstöhnen im Hintergrund. Ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich sein soll. Wissen wir, warum die da so rumkraucheln und sich so hin und her wälzen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall stört das eine ruhige Konversation. So, was haben wir denn hier Schickes? Hinterhalt abwehren, ja, das sollte ja kein Problem sein. Hoffe ich, auch wenn die Arkanen-Bar-Gäste gar nicht so einfach sind wie die normalen. So, jetzt hier nochmal. Jawohl, das sind Gott sei Dank nur Frostviecher.
Deswegen haut da unser Blitzzauber auch ganz gut rein. Sehr schön. So muss das. Niemand legt sich hier mit Gerda an. Schon gar nicht über so einen feigen Hinterhalt, ey. Wo wären wir denn dann, wenn wir uns davon beirren lassen würden? So, jetzt müssten sich eigentlich unsere Seiten auch wieder aktualisiert haben. Hoffe ich zumindest. Wo war das nochmal? Bei Gegenstände. Ich habe übrigens auch immer noch meinen kleinen tollen Zettel neben mir. Falls wir wieder irgendwo rumkraucheln sollten und Bücher finden sollten. Das muss ich mir echt angewöhnen. Also ich darf das auf jeden Fall nicht irgendwie mal vergessen oder so. Letzte Lektion. Oh, auch hier Finalstimmung. Ihr seid bei der letzten Lektion angelangt, die die Grundlage der magischen Erkundung darstellt. Von allem, was ihr in der Schule Arcana gelernt habt, wird die wertvollste Lektion der Grundsatz der Beobachtung sein. Die Beherrschung der Elemente oder die Fähigkeit, mächtige Magie zu beschwören, sind nutzlos, wenn ihr eure Umgebung nicht versteht. Eine jede Umgebung ist ein komplexes System ineinandergreifender Eigenschaften. Um in einem solchen System zu funktionieren, muss man seine Grenzen und Regeln kennen. Viele Mitglieder unseres Ordens werden kurzsichtige Akademiker, die nicht aus ihrem Kämmerlein kommen, zu sehr mit der Mehrung ihres eigenen Wissens beschäftigt, um es in der Welt anzuwenden. Andere führen ihre Forschungen ziellos in der feindlichen und unberechenbaren Welt durch. Beide Wege verhindern, dass man sein volles Potenzial erkennt oder erfolgreich entfaltet. Alle vorherigen Grundsätze sind nutzlos, ohne die Beobachtung. Lernt eure Umgebung auf möglichst vielfältige Weise zu kontrollieren. Erforscht sie und beachtet alle anderen Lebewesen um euch herum. Mel'Aglia ist ein Beispiel für die Vorbereitung, aber auch eine Lektion in der Beobachtung. Das Dorf ist seit dem Anfang des Krieges verkümmert. Die Jungen wurden eingezogen, viele andere sind an sicherere Orte gezogen. Das einst friedliche Ackerland von Kandrian ist nun überlaufen von Banditen und Monstern, weil Kandrian sich in seiner Feste versteckt, wie so viele unserer zurückgezogenen Gelehrten. Auch der Grundsatz der Dualität liegt in der Beobachtung. Ihr habt die Freiheit, euer Schicksal zu bestimmen und jede eurer Entscheidungen beruht auf eurer Wahrnehmung der Umgebung. Lord Kandrian weigert sich, die Tuatha zu bekämpfen und er kann von seinem Platz hinter den Steinmauern keine weise Entscheidung treffen. Der Kampf, den ihr gerade ausgetragen habt, ist das direkte Ergebnis von Lord Kandrians mangelndem Verständnis des Grundsatzes der Dualität, von Unkenntnis der vorherrschenden Bedingungen. Die Beobachtung ist das wichtigste Werkzeug, mit dem wir Beweise entdecken. Sie erfordert Disziplin, um effektiv zu sein. Ihr mögt den Grundsatz der Beobachtung vielleicht weniger pflichtbewusst studieren als andere, doch wenn ihr nicht auf diese Schlacht vorbereitet gewesen wäret, wäret ihr zu Tode gekommen. Um vorbereitet zu sein, müsst ihr euch in eurer Umgebung vertiefen und euch der Gefahren dieses Landes bewusst werden. Um diese Prüfung abzuschließen, kehrt zu dem Gelehrten Idris Theonin zurück. Eure Zukunft mag außerhalb der Schule der Arcana liegen, doch ihr werdet davon profitieren, den Grundsätzen und Methoden unseres Ordens zu folgen, wenn ihr geprüft werden, wo dies auch der Fall sein mag. Wenn ihr geprüft werden? Voll der Fehler zum Abschluss hin, oder bin ich gerade nur zu doof? Keine Ahnung, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal Idris besuchen. Idris altes Haus, den kennen wir ja schon. War er nicht sogar der Erste, der uns dahingehend den Auftrag gegeben hat und das alles losgetreten hat? Bin mir nicht mehr sicher. An den erinnere ich mich auf jeden Fall noch, weil er mit Nachnamen Theonin heißt und mich das so an Finnland erinnert und das fast so ein bisschen klingt wie der Nachname einer bestimmten Sängerin, die ich ganz gern mag. So, ich werde jetzt aber keine Schleichwerbung machen. Wir werden schnurstracks unseren Weg fortsetzen durch 10.000 Ladebildschirme, bis wir irgendwann ein Schlaflied singen können vor lauter Warterei. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde Rat hier trotzdem toll. Und ich bin gespannt, ob Adessa mir besser gefallen wird als Rat hier. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der nächsten Folge vielleicht schon erste Eindrücke sammeln können und ich diese Frage vielleicht sogar schon beantworten kann. Mal gucken. Also Adessa stelle ich mir so wie die klassische Wüstenstadt vor. So mit vielen Märkten, Ständen, mit Leuten, die so viel Kopfbedeckung auch tragen, mit vielen schattigen Plätzchen, vielleicht dem einen oder anderen Brunnen oder so, viel Marktgeschrei. Ich weiß nicht, so ein bisschen, wie man das aus Aladdin zum Beispiel kennt oder so, oder aus anderen Spielen, wo das halt sehr mit Märkten übersät ist und mit Ständen und so. Vielleicht lasse ich mich da auch gerade so ein bisschen von Ni no Kuni blenden. Komischerweise kam mir die eine Stadt aus Ni no Kuni auch als erstes in den Sinn, als ich versucht habe, mir Adessa so vor meinem geistigen Auge vorzustellen. Hey, Idris, ein altes Haus?
Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt euch zumindest ein Stipendium für die Scholia Arcana verdient. Wollen wir mal sehen, was ihr gelernt habt. Worum ging es bei eurer letzten Lektion? Oh nö, jetzt komme ich nicht so. Grundsatz der, bei der letzten, das war Grundsatz der Beobachtung. Also die Dualität hatte auch irgendwie noch eine Rolle gespielt, aber das war die Beobachtung, oder? Oh Gott. Ja, das ist korrekt. Ich sehe schon, auf euch wartet eine vielversprechende Zukunft in unserem Orden. Oh, Gott sei Dank, keine weiteren Fragen. Alter Schwede, hab ich gerade Panik bekommen. Das war gerade wie so ein unangekündigter Test in der Schule oder so. Wo war ich? Wow, wir sind durch. Juhu. So, dann gibt es noch eine andere Quest, die auch sehr vielversprechend werden dürfte. Viele Dinge spielen sich ja, wie gesagt, in Odessa ab. Aber das hier, da erinnere ich mich sogar noch ein bisschen dran, weil das ist in Talarane, glaube ich, eine Ecke gewesen. Und da sind wir seinerzeit, standen wir vor verschlossenen Toren. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also jetzt nicht als Metapher oder so gemeint. Was? Ach so, ja, weil ich noch in der Scholia Arcana bin. Das können wir mal ganz schnell ändern. Und auch wenn ich ein bisschen gewitzelt habe, gerade so über die Ladezeiten und so, diesmal habe ich jetzt wirklich euch den Weg ein bisschen abgekürzt. Und auch hier wartet man jetzt wieder eine Weile. Aber ist ja nicht schlimm. Wir wissen ja, dass wir auf was hoffentlich Tolles warten, oder? So, lag ich hier richtig? Mit Talarane lag ich ein bisschen falsch. Ich dachte, hatte irgendwie an die Ecke gedacht. Aber nee, das war der Süden Akatas. Bisschen verwechselt, aber trotzdem standen wir hier schon mal und konnten das früher nicht betreten. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was jetzt dazu geführt hat, dass wir es auf einmal öffnen können. Aber egal. Wichtig ist, dass wir reinkommen und hier unsere Aufgabe bewerkstelligen können. Dieses Dungeon-Design mag ich total gerne. Auch wenn ich damit irgendwie eine Skaru assoziiere, worauf ich jetzt ehrlich gesagt nicht so einen Bock hätte. Aber okay. Was haben wir denn hier für Gegner? Ettin. Wolf? Ettin und Wölfe. Okay, ich bin vorbereitet. I'm prepared. Kommt her und zeigt mir, was ihr könnt. Oder auch nicht. Ja, und ich gehe jetzt mal wieder in den etwas feigeren Modus und schütze mich erstmal ausreichend. Oh, die sind gelb. Die sind gelb, die Gegner. Das heißt, wir können hier auch mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad rechnen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Also vor dem Hintergrund, dass im Grunde genommen ja jede Mission auch dazu führen kann, dass das in so einen Bosskampf mündet, ist das eher ja, beunruhigend als toll. Oh. Stimmt, jetzt brauchen wir noch einen Crew-Dog, ey. Und dann kann ich auch endlich diese ganzen blöden Behälter, die ich jetzt wieder neu verteilt bekommen habe, die kann ich dann endlich abgeben und werde nie wieder einwilligen, dem Typen nochmal zu helfen. Vielleicht erinnert ihr euch noch zurück, denn wir hatten diese Mission eigentlich schon längst abgeschlossen. Und einmal ihm alles gebracht, was er da haben wollte. Ja, übertreibt doch noch mehr. Voll krass, ey. Ich glaube aber, das liegt, wie gesagt, am schweren Schwierigkeitsgrad, dass das so viel Schaden austeilt. Voll unverschämt hier. Wir fast jedes Mal verrecken, wenn ich in so eine Falle reintapse. Ja, und dann hat er am Ende irgendwie gefragt, ob wir weiterhin gewillt sind, ihm zu helfen. Er hat das irgendwie so ganz komisch formuliert. Also es war nicht erkennbar, für mich zumindest nicht, dass er nochmal genau das Gleiche von uns verlangt. Ja, und ich dachte, er kommt vielleicht mit einer anderen Mission, Aufgabe, so um die Ecke. Und dann wollte er aber nochmal genau das Gleiche wiederholt wissen. Also ist im Grunde genommen auch fast so eine Art Endlos-Quest. Und nee, darauf habe ich ernsthaft keinen Bock. Auch wenn das manchmal mal so Glücksgefühle auslöst, ne? Wenn da links eingeblendet wird, dass man irgendwie einen Fortschritt erzielt hat und so. Hä? Ach, da! Habe ich gerade gar nicht erkannt. So, jetzt ist der Raum erstmal sicher. Wie groß ist denn das Gebiet? Okay, ist aktuell noch nicht erkennbar. Aber das werden wir hier in diesem Part mit Sicherheit noch zu beantworten wissen. Bannen leicht. Na, gucken wir mal. Leicht ist ja nicht immer gleich leicht. Mhm, sage ich doch. Ich bin echt zu doof, eine leichte Kiste zu bannen. Ich fasse es ja nicht. Ernsthaft? Jetzt doch, am Ende hat es funktioniert. So. Wow! Boah, was ist das denn bitte für ein Defensivwert?
Heftig. So, und das jetzt bitte nochmal in Magier-Edition und dann sind auch alle kleinen Gerdas glücklich. Ist das irgendwie einzurichten? Ich habe Angst vor diesem Ort, weil die Gegner gelb sind. Und weil ich echt Angst habe zu verrecken. So, wäre nicht das erste Mal, dass mir das fast passiert. Was ist denn das da für ein Steinchen hinten? Ist hier schon Ende Gelände? Nee, der Weg muss hier noch weiterführen. Wir sind also auf dem Weg zu einem Berg, oder besser gesagt auf einen Berg. Irgendwie habe ich voll Angst vor den Fallen. Da ist eine. Ich versuche das oben immer so ein bisschen mit der Minimap abzugleichen, aber ich finde, einige sind so auf Anhieb nicht erkennbar. Es gab mal... Was ist das denn? Ich habe das doch rechtzeitig erkannt. Voll übertrieben. Meine Güte, jetzt habt euch doch nicht so hier... Ja, entschuldigt bitte, aber vor dem Hintergrund muss ich jetzt doch ein bisschen zaghafter da hingehen. Ihr wolltet es nicht anders. Ihr wolltet mich leiden sehen, indem ich auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spiele. Deswegen müsst ihr jetzt auch mit sämtlichen Konsequenzen leben. Jawohl, voll in die Falle reingelatscht. Haha. Ja, Hauptsache, die tut ihm überhaupt nichts. Oh, warte mal, ich bin gerade voll nicht geschützt und so. Gerd haben wir aktuell auch nicht. Das sollten wir auch mal ändern. Und dann habe ich ja direkt auch fast schon wieder ein MP-Problem, ne? Gab's ja auch schon lange nicht mehr. Oh, guck mal, da rennen sie weg wie die feigen Hühner hier. Mit mir nicht. Ihr könnt mir gerne alle Fallen entschärfen, da wo die gerade hinrennen. Sah das auch gerade so aus, als wäre er über die nächste gelatscht, aber nee. Hey, hab ich da gerade eine ausgelöst? Was war denn das gerade? Ja, ey, voller Körpereinsatz, Kumpel. Ich glaube, das hast du damals ein bisschen falsch verstanden, als man dir gesagt hatte, dass voller Körpereinsatz in der ein oder anderen Lebenslage hilfreich sein könnte, aber nicht in diesem Fall. Ich bin echt schockiert, wie wenig Schaden ich nur mache, beziehungsweise wie viel die aushalten. Ich frage mich manchmal, wie das in diesem Spiel berechnet wird mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Also ob sich das dadurch abzeichnet, dass die Gegner einfach mehr... Oh mein Gott, ich muss kurz das Pad aus der Hand legen und kurz meine Augen reiben. Da ist eine... Oh Gott, da ist eine epische Fassung drin. Oh mein Gott, Spiel. Du darfst jetzt alles tun, aber nicht abstürzen. Wenn du wenn jetzt mit der Aufnahme irgendwas schief geht, dann muss ich das Projekt beenden. Oh mein Gott. Ich könnte mir dieses Teil jetzt anlegen, ohne auch noch eine Gemme einzubauen. Und die wäre trotzdem im Grunde genommen besser als das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme gerade auf mein Leben nicht klar. Wie geil ist das denn bitte? Ich mag den Ort. Auch wenn ich am Ende wahrscheinlich sterben werde, aber das ist mir egal. Ich mag den Ort. Und jetzt sagt Rose, sie sieht auch noch geil aus, wenn sie das anzieht. Jawohl. Oh mein Gott. Oh, wie toll ist das denn? Und dann auch noch mit einer epischen Gemfassung. Ey, heute ist echt mein Glückstag. Geil, dass ich heute aufgenommen habe. Ist mir voll egal, auch wenn ich jetzt nicht mehr richtig Deutsch sprechen kann. Ich habe eine neue Rüstung. Ich sehe nicht mehr so scheiße aus wie vorher. Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe heute mit Gerda ein trinken oder so. Wie geil. Meine größten Wünsche sind mal absolut übererfüllt worden. Beziehungsweise war es ja nur ein einziger. Und dann auch noch mit einer epischen Gemme angereichert. Ey, ich komme gerade schon wieder überhaupt nicht klar. Das ist einfach zu toll gerade. Ja, cool. Es fehlt eigentlich nur noch, dass ich sterben werde, ne? Und das dann irgendwie verliere. Und wisst ihr was? Ich gebe uns jetzt allen mal den totalen Überkick, indem ich einfach mich jetzt verweigere zu speichern. Jawohl. Das mache ich. Ich verweigere mich zwar, wenn es darum geht, eurer Bitte oder dem Vorschlag nachzukommen, mal die Kleidung abzulegen und Gerda hier nackt spielen zu lassen. Das mache ich nicht. Aber in recht abgewandelter Form kann man sich ja mal so ein bisschen den Risikokick geben, ne? Auch wenn die automatische Speicherung, ich weiß nicht, ob es jetzt zwischenzeitlich eine gab, mich davor so ein bisschen bewahren wird. Vielleicht ist ja auch geskriptet, was die Gegner droppen. Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube das irgendwie nicht. Bei einigen Schätzen und Skeletten kann ich mir das schon vorstellen. Da gab es ja auch in der einen oder anderen Folge eine Situation, wo ich bestimmte Stellen nochmal gespielt habe und dann nochmal genau das Gleiche drin war. Aber bei Gegner-Drops glaube ich schon, dass das irgendwie Zufall ist. Aber vielleicht bin ich da auch irgendwie vollkommen auf dem Holzweg.
So, ey, das ist so cool. Aber ich glaube, die Gem, die kann ich nur anpassen, wenn ich am Gem-Schleifaltar bin, oder? Ich glaube, das geht jetzt hier so nicht. Ist auch kein Bock, das irgendwie auszuprobieren. Ich hoffe, ich werde das nicht bitterlich bereuen, aber irgendwie werden wir das hier schon hinkriegen. Kann es sein, dass durch den erhöhten Schwierigkeitsgrad auch diese, der Abstand, den man zu Fallen halten muss, bevor die irgendwie ausgelöst werden, dass das auch irgendwie verschärft wurde? Ich habe nämlich das Gefühl, als ob das früher nicht so knifflig gewesen wäre. Was war das? Ach so, okay. Alles klar, kriege ich die jetzt auch hin, ohne dass ich Dings hole. Warte mal, ich will mal sicherheitshalber das hier machen. Ob ich Gerd benötige, wird sich schon zeigen. Haha, da ist der eine voll in die Falle geflogen. Aber faszinierend zu sehen, dass man gar nicht rauftreten muss, um die auszulösen, sondern dass auch die, obwohl die ja schweben, davon auch betroffen sein können. Oder haben die versucht, eine Falle auf mich zu schmeißen und die gar nicht selber ausgelöst, sondern... Also, wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Ist mir auch voll egal. Ich feier... Irgendwie macht Gerda komische Sachen mit ihren Chakrams. Habt ihr das gerade am Ende gesehen? Mit diesem komischen Angriff? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier beschreiben soll. Aber ich glaube, die letzten Upgrades, die ich da... Oh, jetzt habe ich mir das Item nicht angeguckt. Egal. Ich glaube, das letzte Upgrade hat irgendwas bewirkt. Kann das sein? Ich mache auf jeden Fall von meinem Angriffsmuster nichts anders als sonst. Ich bashe einfach die ganze Zeit immer auf die Chakram-Taste oder diese Zweitwaffentaste, meine Y-Taste halt. Scheint irgendwie auszureichen. Ich mag das nicht, dass hier so viele Fallen sind. Seit ich sehe, wie viel Schaden die hier ausrichten, finde ich die irgendwie voll beängstigend. So, jetzt juckt mein rechtes Ohr. Was ist das denn? Ich habe jetzt keinen Bock, unter das Headset zu grapschen. Geh weg! Du nervst mich, sonst juckt immer die Nase. Was ist da los? Irgendwie ist mir der Raum nicht ganz geheuer. Hier kommt doch gleich irgendwas rausgesprungen, oder? Hier ist irgendwo noch eine Falle. Die ist aber gemein versteckt hier. Ist denen ihr schwarzer Kohosch so heilig, dass sie den schützen müssen mit so einer blöden Todesfalle, oder was? So, warte mal, nur nicht übermütig werden. Das Problem ist, dass ich in dem Moment, wo ich zwei Fallen gleichzeitig aktiviere und bei beiden irgendwie den Schaden auffresse, dass ich dann direkt auch tot bin. Ne? Deswegen ist das hier so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wenn mir jetzt irgendjemand unterstellt, ich wäre hier zu vorsichtig, der möge sich doch bitte ins Knie und so. Ne? Also ich wollte das böse F-Wort jetzt nicht sagen. Habe ich das eigentlich schon mal in einem Let's Play gesagt? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube aber fast schon. Ich weiß aber gar nicht mehr, welches Let's Play dahingehend das Eis gebrochen hat. Ich wollte eigentlich so ein paar Wörter nie auf YouTube zum Ausdruck bringen. Ich habe anfangs auch überlegt, die dann wegzupiepen. Ich glaube, in Kingdoms of Amalur ist mir das aber noch nicht passiert. Oh, oh. Die teilen auf jeden Fall schon krass gut Schaden aus. Also kann man gar nicht anders sagen. So, der eine ist jetzt auch weg. Du bist der letzte Kandidat, aber auch du wirst sterben. So, guck jetzt, achtet mal jetzt auf die Chakrams. Keine Ahnung. Diesmal habe ich irgendwie keine Veränderung wahrgenommen, aber vielleicht ist der Gegner auch einfach zu schnell verreckt. Kein Plan. Auf jeden Fall geil, dass wir sie weiter verstärkt haben. Wie ist mir vollkommen egal. Es wird irgendwie so mega traurig, wenn ich irgendwann meine Levelgrenze erreicht habe. Und dann irgendwie keine Pünktchen mehr verteilen kann. Ey, das stinkt hier aber sowas von nach Bossraum. Dollar kann das gar nicht stinken, ey. Das ist schlimmer als Knoblauch und Bierfahne gepaart miteinander. So, was wartet jetzt hier auf mich? Ach, hier ist eine Tür. Okay, Gerd, tschüss. Kannst dich wieder verpieseln, brauchen wir dich nicht. So, was haben wir hier? Warte mal, ich mach mal auch das weg. Ich hab Angst. Vorhin hat der zweite Autoversuch funktioniert, diesmal auch. Was ist denn hier los? Die kennen wir schon, davon haben wir auch ein paar Teile. Aber ich glaube, so langsam, diese in altertümlicher Machart gefertigte Robe strahlt ein düsteres Gefühl von Macht aus. Oh, die Macht ist für mich gerade relativ unattraktiv, weil wir echt ziemlich geiles Zeug jetzt hier mit uns führen. Ja, ich glaube, inzwischen
tangiert mich das überhaupt gar nicht mehr, wenn wir irgendwelche Set-Dinger finden. Das scheint in Kingdoms of Amalur und ihr habt mir das schon relativ früh auch in Aussicht gestellt, dass das nicht so die allerbesten Sachen sein werden. So, und dass ich mit anderen Einzelstücken irgendwie besser bedient sein werde. Gipfel der Himmelskrone. Ich habe Angst. Aber ich bin auch gespannt, wo wir jetzt landen. Und auch so ein bisschen auf den Ausblick. Oh mein Gott, wo zum Teufel bin ich hier? Das ist ein komplett neues Außenareal. Wow. Ich habe echt nur ein bisschen Angst wegen dem Schwierigkeitsgrad. Also alles schön und gut, aber die Gegner, die scheinen hier echt nicht von schlechten Eltern zu sein. Und das sind jetzt hier erstmal nur die ganzen Standardgegner, die wir auf dem Weg zu unserem eigentlichen Ziel jetzt aus dem Weg räumen, ne? Alter, habt ihr gerade gesehen, der hat nichts an Schaden gefressen. Dieser olle Etin-Schamane, der teilt dafür aber mehr als ordentlich aus, okay. Jetzt kriege ich Panik. Ey, bedenkt mal, ich habe meinen Schutzzauber aktiv. Und trotzdem teilen die so aus, wie sie gerade austeilen. Das ist echt nicht mehr... nicht mehr Kindergeburtstag hier, liebe Leute. Ich sehe mich hier in diesem Part definitiv mindestens einmal drauf gehen. Ich halte auf Rot. Ich halte auf Rot und es kommt... sag mal, was macht der Wolf da eigentlich? Will er mit seinem Kumpel kuscheln, während er irgendwie am Verrecken ist? Oder was ist hier los? Ach, der lebt auch noch. Ja, logisch halt, ne? Wow. Also die Gegner, die sind mir echt ein Ticken zu stark, wenn ich das mal so sagen darf. Selbst die Wölfe. Wahnsinn, was die an Dings hier fressen. Also was die alles vertragen von diesen ganzen Blitzen, die die sonst immer so mega schnell aus dem Weg geräumt haben. Das ist echt in höchstem Maße herausfordernd. Ich hoffe, dass ich meine komische Schicksalsleiste vollkriege, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und ich bete. Ja, ich bete. Ich bete gerade. Wow. Krass, was wir hier für geiles Zeug finden. Also, ich meine, das hat leider diese hohen Raffinesse-Anforderungen, aber einfach nur wow. Ganz schön heftig. Und ich bete innerlich. Okay, das ist nur einer. Das ist nur einer. Den werde ich ja wohl irgendwie hinkriegen, oder? Nee, ich glaube doch nicht. Okay, warte, warte. Ich brauche mein Schutzschild. Hau ab, Gerda. Oh Gott, das sind jetzt zwei. Okay. Ich muss rennen. Ich muss rennen, dann brauche ich als nächstes mal einen Trank. Nein, das war der falsche. Dann brauche ich Gerd. So, oh mein Gott. Okay, und dann brauche ich einen Trank. Also anders kriege ich das jetzt hier, glaube ich, alles nicht überlebt. Oh mein Gott. Okay, das ist echt ein bisschen zu heftig gerade. Schadensverstärkung. Nee, das will ich mir lieber für einen Boss aufheben. Alter Schwede. So, jetzt machen wir mal schnell einen Trank gesoffen. Kannst du bitte Gerd anfixen und mich in Ruhe lassen? Wäre das irgendwie machbar? Also diese komischen Schellen, die der mir im Nahkampf verpasst, die sind nicht mal im Ansatz so gefährlich wie die Zauber, die er hier vom Stapel lässt. Scheiße. Ja, du darfst mich schlagen, so viel du willst, aber lass bitte deine Zauber stecken. Kriegen wir da irgendwie so einen Deal hin? Wäre das irgendwie machbar? Jawohl. Jetzt haben Gerd und ich ihn so ein bisschen in einem Mangel oder auch nicht. Hab die schon tot gesehen, ey. Da kommt er auf einmal nochmal auf mich zugestürmt. Was ist denn hier los? Aber bei den Gegnern ist echt geil, dass man mit jedem Loot, den die abwerfen, echt auf geiles Zeug auch so hoffen kann. Wow. Okay, also der Ort hier, der hat es echt in sich. Und ich werde als Gegengewicht, ne? Denn wir hatten ja ursprünglich eine Vereinbarung, dass ich alle paar Folgen hier auf schwer stelle. Aber ich werde, wenn wir hier einmal fertig sind, wieder ein paar Folgen auf normal spielen. Ja, es tut mir leid, aber ich, wir hatten ja keine Vereinbarung abgeschlossen, dass ich das ganze Spiel jetzt so mache. Das war nur eine Überlegung meinerseits. Aber das hier gibt mir gerade echt ein bisschen zu viel. So, wo ist jetzt hier der Schatz? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, oder? Ich habe Angst vor Gegnern. Oh mein Gott, da ist die nächste Gruppierung und hier ist der Schatz. Sehr schwer. Na gut, dass wir noch einen Prismär-Dietrich über haben. Wow, ich habe echt ganz schöne Panik und es ist echt noch sehr harmlos ausgedrückt. Krass, ey, wir werden so geil viel Gold kriegen, wenn ich das alles dann irgendwie mal verscherben kann. Okay, ihr Arschkrampen. Komm doch und hol mich. Ich bin gar nicht da. Der kann aber nicht zaubern. Die brutalen Edits, die sind, glaube ich, gar nicht so krass. Auch weil die ein bisschen anfälliger sind, was meine ganzen Zauber hier anbelangt.
Boah, aber diese Magierviecher, ernsthaft, ey. Da bist du selber Magierin und denkst immer, du kannst, oh Gott, diese ganzen Angriffe von deinen Genossen. Wir kämpfen ja für unterschiedliche Parteien, alter Schwede. Was habe ich gerade nochmal gesagt? So, von wegen, die teilen gar nicht so krass aus. Ich glaube, ich muss alles wieder revidieren. Also das ist mir hier gerade echt ein Ticken zu hart, Leute. Ich würde jetzt am liebsten die Schwierigkeit wieder runterschrauben. Ich bin gerade in so einem echt inneren Zwiespalt. Gerd ist weg. Gerd, du kannst mich doch in der Stunde dieser Verzweiflung nicht so zurücklassen. Oh Mann, ey. Ja, hau ab wie ein feiges Stück Scheiße, weißt du? Mann, ey, toll. Jetzt geht der ganze Effekt von meinem Trank, den ich gerade gesoffen habe, weg. Menno. Könnt ihr jetzt mal wieder hier... Hallo, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ja, weißt du, du bist doch eh schon fast tot, aber chillst dir erstmal dein Leben. Okay, der Ausblick hier, der ist echt wunderschön. Kann ich mal verstehen, dass die sich hier wohlfühlen. Wow. Ey, wie die sich auch nie stunnen lassen. Aber gut, ich habe dadurch, dass ich jetzt diese andere Rüstung auch habe, da war, glaube ich, irgendwie auch so eine 30% erhöhte Chance, glaube ich, mit drin, ne? Dass sie irgendwie betäubt werden. Wenn mich nicht alles täuscht. Aua, Gerd, mach doch was, der ist gleich tot. Wisst ihr, da fehlt nur noch so ein kleiner Popo-Piekser und du sträubst dich jetzt hier. Was soll denn das wieder werden? Wow. Echt heftig. Also das ist vielleicht, das ist nicht nur vielleicht, das ist jetzt, wenn ich von der Maid von Windermere mal absehe, der wahrscheinlich schwierigste Part bisher in diesem Let's Play. Ich komme aus meinen ganzen Wows und As und Os gar nicht mehr raus, ja. Oh, das sieht so schön aus. Das ist der Turm, den ich seinerzeit von der Tyvili-Küste aus, glaube ich, war das, total abgefeiert habe, so. Da ist nämlich Rat hier, da wo der Turm ist, wenn mich nicht alles täuscht. So, oh mein Gott, ich habe so eine Angst. Also wenn hier ein Boss kommt, habe ich null Chance. Also ganz ehrlich, und ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit, die wird mit jeder Sekunde größer. So sagt mir mein Bauchgefühl zumindest, dass wir jetzt... Oh mein Gott. Okay, warte. Der holt geradezu irgendwas aus, was definitiv ungesund sein wird für mich. Wie soll ich denn das hier hinkriegen? Der ist jetzt schon orange. Ich will keinen Bosskampf. Ich habe Angst. So, ich nehme jetzt auch die Schadensverstärkung. Hoffentlich ist da nicht ein ganzes Dorf voll mit... Ey, Leute, ganz ehrlich. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich hatte gerade diesen Trank schon aktiv. Ich werde das jetzt gleich wieder auf Mitte stellen. Also ich muss mir jetzt hier auch nichts beweisen. Den hier versuche ich jetzt noch. So wie ich aktuell aufgestellt bin. Aber ich mache dem keinen Schaden. Weil das ist nicht mehr normal hier. Ich dachte, ich wäre auf diesem Teil des Kontinents irgendwie voll safe. Aber Pustekuchen, nichts da. Ich mache dem keinen Schaden. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, hatte ich gerade ein verdammtes Glück, oder? Gerd ist weg. Ich muss weg, ich muss weg. Ich bin wahrscheinlich auch gleich weg. Ich muss nicht nur weg, ich bin auch gleich weg. Mhm. So sieht es nämlich mal aus. Kann ich mich jetzt hier irgendwo noch in Sicherheit bringen, bitte? Bitte einmal Heilzauber. Folgt ihr mir? Nein! Oh mein Gott, verpiss dich! Meine Stimme versagt! Oh mein Gott, ich bin aber sowas von am Arsch. Okay, ich brauche eigentlich Gerd. Warte, ich brauche einen Trank, ich brauche einen Trank. Und Gerd brauche ich auch. Oh mein Gott. Tschüss, 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 tschüss. Weg, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Oh Gott, nie wieder. Nie wieder. Wenn ich das jetzt hier irgendwie lebend überstehe, dann wird erstmal der Schwierigkeitsgrad angepasst. Mann, ey, kannst du dich mal verpissen? Was soll denn das? Die anderen waren doch auch nicht so hartnäckig. Was ist denn mit dir kaputt? Ey, warum gelingt mir das mit dem Ausweichen nicht? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Fix Gerd an, aber lass mich in Frieden. Das dürfte ja hier nicht durchkommen, alter Schwede. Oh mein Gott, ich kriege hier echt noch eins zu viel. Ich versuche den, ich werde jetzt wirklich mich mega ins Zeug legen, um den jetzt irgendwie lebend zu überstehen. Aber danach, danach mache ich so nicht weiter. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich hier überhaupt eine Chance habe, wenn ich das jetzt auf Mitte spiele. Weil die ja deutlich, deutlich zu stark sind. Ist nicht einfach nur so, dass der jetzt hier mal ein bisschen mehr Konzentration erfordert. Ach du Scheiße. Sondern, das ist absolut pervers, was sich hier gerade abspielt, ja. Anders kann ich das gar nicht nennen, scheiße. Gerd, kannst du bitte? Danke. Ach, guck mal, ich kann hier auch durchschlagen. Wie billig ist das denn? Ich fühle mich nicht gerade irgendwie voll feige und primitiv oder so. Mhm, überhaupt nicht. Okay, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel.
Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ey, hau einfach durch diese hässliche Säule durch, ey. Gar nicht übertrieben oder so. Jetzt macht er nochmal... Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, mein armes Gärtchen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich hab's unterbinden können, oder? Ist es mir gelungen, auszuweichen? Ich habe keine Ahnung. Was hat er da gerade gemacht? Schafft er sich oder hat der gerade so ein bisschen getrübt? Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Er aber auch. Alter Schwede. Oh mein Gott, ey, ich bin mega nass geschwitzt, ey. Das war mir gerade echt zu heftig. Also, dass ich da nicht gestorben bin. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade überlebt habe. Aber, ja, Schockflock. Schockflock. Geiles Wort. Oh mein Gott, ich bin so... Boah, ey, das Pad flutscht mir hier gerade voll aus der Hand. Das ist gerade alles mega widerlich. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt genug Mut und Durchhaltevermögen unter Beweis gestellt, aber das würde mir keinen Spaß machen und sobald zwei davon ins Spiel kommen, habe ich absolut keine Chance mehr und ich habe jetzt auch so viele Tränke versoffen. Also ganz ehrlich, wenn ihr darauf besteht, dass ich das jetzt hier so hätte weitermachen sollen, dann hätte ich diese Mission erstmal nach hinten schieben können und dann wäre auch mein Vorhaben jetzt hier diesen Teil des Kontinents komplett abzuwickeln, bevor wir da rüber wandern. Das hätte ich mir dann auch sonst wo hinschmieren können. Also das muss jetzt einfach mal so sein. Und ich hoffe auf euer Verständnis, dass ihr mir da auch zustimmen werdet. Denn ich glaube, auch jetzt wird das nicht so mega einfach werden. Denn das war einfach unfassbar übertrieben, wie viel der ausgehalten hat. Also ich bin immer noch so ein bisschen in Schockstarre, ganz ehrlich. Wow, 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 wow. Ich habe kein Getränk hier. Ich habe gerade irgendwie... Ich fühle mich gerade voll dehydriert von der ganzen Panik, die ich da gerade durchlaufen musste, ja. Hinterlassen die jetzt auch schlechtere Sachen? Dadurch, dass ich jetzt mit einem Schwierigkeitsgrad runtergegangen bin, ich könnte es mir fast vorstellen. Aber das nehme ich jetzt billigend in Kauf. Also das ist mir... Entschuldigung. Ist auch mal volle Möhre egal. So, das nehmen wir jetzt mal mit. Ich glaube, von hier kann ich mich auch wegteleportieren. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich dann nochmal den Weg dann so zurücklaufen wollen würde. Also, wisst ihr, was ich meine? Was ist das? Das sind Klingen, ne? Das sind keine Chakrams, glaube ich. So, der Winter bringt Frieden und Tod. Fein Sprichwort. Ja. Gemme der Erweiterung. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die epische Gemme, wie ich sie mir gewünscht hätte. Denn den Erfahrungsboost, den benötigen wir einfach vor dem Hintergrund nicht, dass ich ja sowieso bald meine Obergrenze auch erreicht habe. Ich sprinte mal eben zurück zu der Ecke, wo ich gerade hergekommen bin. So schnell kann es gehen. Also ich frage mich ganz ehrlich, wenn hier jetzt ein Boss kommt, ob ich gegen den überhaupt eine Chance habe, selbst wenn ich auf Normal spiele. Wow, das sieht echt so wunderschön aus hier. Da ist irgendwas. Himmelskrone besteigen. Leute, ich habe gerade so ganz dezent Panik. Ey, das sieht aus, als ob hier irgendwie ein Kampf gegen so einen riesengroßen Drachen oder so jeden Augenblick losgehen würde. Oh mein Gott, ey. Ich kann gerade echt nicht in Worte fassen, wie es mir gerade geht. So. Okay. Augen zu und durch. Wird das unser letzter Anblick sein? Also wenn wir jetzt hier verrecken, dann sterben wir wenigstens mit schöner Aussicht. So, jetzt hole ich mal Gerd nochmal zurück. Nicht, dass er mir jetzt mitten im Kampfgetümmel vielleicht verreckt. Ich weiß nicht mal, was unsere Aufgabe hier eigentlich sein soll. Oh, oh. Die Feien nennen ihn Gretnach Tintri. Der Berg Himmelskrone. Wunderschön, nicht wahr? Wie Sterne am Nachthimmel formieren sich die verschiedenen Elemente der Magie überall auf unserer Welt in unterschiedlichen Mustern. Dieser Ort ist die Konzentration eines solchen Musters. Hier kommen die Energien von Luft und Licht zusammen. Ich meine, es ist ja schön, dass das hier so toll aussieht und so, aber mir wäre es irgendwie lieber, wenn wir hier wieder runtergehen könnten, wie Aod oder Sedeas. Genau. Dieser Ort ist für Blitze, was Aod für Feuer ist, oder Sedeas für Eis. Eure Macht ist in kurzer Zeit enorm gewachsen. Es ist wirklich erstaunlich. Ich bin stolz darauf, euch bis hierher geleitet zu haben.
Ja, und ich möchte das gerne schnell aus meiner Erinnerung streichen. Hat er überhaupt eine Vorstellung davon, wie viel Kummer mir der Weg bis hierhin bereitet hat? Ich glaube nicht. Was machen wir hier? Zunächst dachte ich, ich könnte sie kontrollieren, im Zaum halten. Aber das war ein Irrtum. Ihre Macht ist gewaltig. Und sie ist unermüdlich. Seit eurer Aufnahmeprüfung gräbt sie sich immer tiefer in meinen Geist. Sie ließ mich auf eure Ankunft warten. Ich kann sie nicht länger bekämpfen, also muss ich versuchen, es hier zu beenden. Und jetzt lauft! Lauft! What the fuck? Warum? Was macht er? Er wird jetzt irgendeine Bestie oder sowas beschwören. Nee, er wird einfach nur ausrasten und ich laufe gegen Stein. Er hat sich selbst umgebracht? Warum? Nein! Ich mochte dich doch so. Warum machst du denn sowas? Dieser Ort, der ist wirklich nur mit Kummer irgendwie verbunden. Ja, und jetzt? Warum? Das hat sich bestimmt irgendwie aus dem Kontext ergeben. Ich wette, wenn ich irgendwie ein bisschen besser aufgepasst hätte, als er uns die Aufgabe gegeben hat, dann wüsste ich auch, was hier abgeht. Ethan Enger hat mir gestattet, ihn beim Bau eines Artefaktes zu beobachten, dass einem Sonnenstein ähnlich, aber von der Macht der Blitze beseelt ist. Nachdem der gelehrte Enger aber von einem mächtigen Blitz vom Gipfel der Himmelskrone geschleudert wurde, muss ich herausfinden, wo er gelandet ist, um seine Leiche zu filzen. Zu filzen. Oh Gott, wie das klingt, ey. Irgendwie voll respektlos. Was ist da denn los? Alter Schwede, okay. Warum kann ich hier nicht schnell reisen? Ey, wenn sich mir jetzt irgendein Übergegner in den Weg stellt, dann raste ich aber gleich richtig aus. Das könnt ihr mir glauben. So, jetzt bin ich diesen ewig langen Weg mal zurückgelaufen. Ich fand das irgendwie ein bisschen blöde, dass man sich da nicht teleportieren konnte, weil das war echt gerade... Also es war mir auch zu lang, um das dann vorzuspulen, weil... Weiß ich nicht, ob das dann immer so spannend ist. So, jetzt geht mir nicht auf den Sack. Ich habe jetzt hier irgendwie Wichtigeres zu tun. Ich will nämlich wissen, was ist jetzt mit dem Leichnam von... Ethan auf sich hat. Der tut mir irgendwie voll leid. Hätte ich das irgendwie abwenden können? Wahrscheinlich muss das so sein, wenn man diese Mission so abwickeln will. Ich erinnere mich nämlich nicht, dass wir in dem Zusammenhang irgendwann mal eine Wahl gehabt hätten. Aber ich bin immer noch irgendwie total perplex wegen allem. Wegen dem Schwierigkeitsgrad gerade eben, wegen dem, was dann im Anschluss passiert ist und alles und überhaupt. Und ja, keine Ahnung. Bin ich hier überhaupt richtig? Jawohl. Okay, hier irgendwo auf dem Weg muss irgendwas passieren. Und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie doch der große Showdown kommt. Also ich liebe Bosskämpfe und so und gar nichts gegen einzuwenden. Aber nicht, wenn das sich in Schwierigkeitsbereichen bewegt, wie das, was ich da gerade eben durchmachen musste. Ich glaube, zukünftig werde ich gar nicht mehr sagen, ja, die Maid von Windermere ist so für mich das Sinnbild für Schwierigkeit hier in diesem Spiel. Es wird zukünftig immer die Himmelskrone bleiben. Ich würde die jetzt immer in einem Atemzug nennen wahrscheinlich, weil, ja, das am Ende, glaube ich, doch sogar ein bisschen schwerer war. Aber auch nur durch den Schwierigkeitsgrad schwer, logischerweise, ne, weil der zweite, der ging ja dann relativ einfach. So... Was haben wir denn hier? Ich sehe keine Leiche. Hä? Kringel, was möchtest du mir sagen? Ich fühle mich gerade minimal verarscht. Machen wir jetzt hier lustiges Leichensuchen oder grast sie jetzt nach und nach die ganzen Ecken ab, wo sie vermutet, dass sie dort liegen könnte? Werden die jetzt willkürlich ausgewählt, die Spots? Oder hat das irgendwie einen tiefgreifenden Sinn? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden diese Mission dann in der nächsten Folge mal abschließen, weil ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt hier erstreckt. Ich dachte, dass wir vielleicht diese Mission dort auch beendet kriegen, wenn ich einmal zum Leichnam noch hinlaufe. Aber, Alter, sieht ihre Rüstung geil aus. Wie schön sie einfach ist. Endlich kann ich mir Gerda wieder angucken und sagen, jawohl, das ist die Heldin, die ich spielen möchte. Jetzt muss nur noch dieser olle Fahrradhelm irgendwie weg, aber auch den werden wir irgendwann hoffentlich nochmal austauschen können. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.